Apropos, ich bin Miriam und ich befinde mich heute im Rumors in Frankfurt und ich glaube, ich muss gar nicht noch sagen, wer hier neben mir sitzt, jeder wird ihn erkennen. Hallo Hafti, wie geht's dir? Was geht ab? Alles fit? Alles fit bei mir. Ja. Du bist jetzt ja gerade nach längerer Zeit wieder in Frankfurt, ne? Du warst ja in Istanbul eine Weile. Ja, was heißt lange Zeit? 3 Wochen nur. 3 Wochen? Ja. Das ist lang für mich. Ja, geht. Alter, das ab 2 Wochen ist schon Glücksurlaub. Ich war da schon länger auf jeden Fall. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dir jetzt geht, so nach 3 Wochen wieder hier zu sein? Weil, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ich habe ja auch hier gewohnt und für mich ist es immer krass emotional aufgeladen, wenn ich hier bin. Wie ist es jetzt für dich, nach 3 Wochen wieder hier zu sein? Ganz entspannt. Also Frankfurt ist meine Heimat und ich fühle mich hier wohl. Und die aktuelle Corona-Lage war halt der Grund, warum ich abgehauen bin. Die ging mir so ein bisschen auf die Nerven. Aber sonst fühle ich mich eher zu Hause. Besonders hier in dem Laden, wo wir gerade sind, fühle ich mich zu Hause. Und hier bin ich auf jeden Fall sehr gern im Rumors. Und ja. Mhm. Ein Hotel, in dem du kein Hausverbot hast. Ich schon öfters Hausverbot bekommen habe, aber. Was heißt Haus? Hast du auch schon bekommen? Ja, ja, schon öfters. Da sind schon so ein paar Eskapaden passiert von mir auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Okay, aber Istanbul ist ja schon irgendwie eine Stadt, die auch eine Bedeutung hat in deinem Leben. Ich meine, jeder kennt ja die Geschichte, als du auch nach Istanbul abgehauen bist. Ja, ja, vielleicht kannst du in eigenen Worten nochmal sagen, was die Stadt auch für dich bedeutet. Schließlich bist du da ja immer wieder. Ich habe da 4 Jahre, 5 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe da angefangen, Musik zu machen. Ich war da längere Zeit. Ich bin damals aus Deutschland geflohen und habe mich halt da aufgehalten. Mhm. Und habe mich da mit Musik auseinandergesetzt. Und ja, so. Ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Weil du auch immer wieder zurückkehrst, deswegen dachte ich. Ja, natürlich kehre ich zurück. Gefällt mir in Frankfurt. Okay, wir wollen ja heute nicht nur, aber vor allem über dein neues Album, das Schwarze Album, sprechen. Ja. Ich meine, klar, worüber jetzt alle geredet haben die letzten Jahre, ist so, weil natürlich lange nichts kam und viel Zeit dazwischen lag. Was heißt, es kam nichts, aber es kam zumindest seit Russisch Roulette kein Soloalbum mehr von dir. Und jetzt kamen direkt so 2 Sachen nacheinander. Ja, aber was die Leute nicht vergessen dürfen, dass nach Russisch Roulette kam mir das Unzensiert. Das ist eigentlich auch ein Album, was meiner Meinung nach auch Albumqualität hat. Und das Album mit Tratar kam, ja, das Coop-Album. Und von 2016 bis 2020, also 4 Jahre, kam dann halt das weiße Album. Und jetzt kommt halt das schwarze Album. Es kommt ja zu schnell, weil es halt in die Fresse geht. Und wenn es darum geht, in die Fresse zu hauen, da bin ich der Beste, meiner Meinung nach, im Deutschrap. Also das ist für mich keine Kunst. Also das ist schon Kunst, aber es ist für mich keine Herausforderung, so eine Musik zu machen wie 069 oder Lass die Affen aus und so. So eine Sachen, die schreibe ich dir im Handumdrehen. Aber so Sachen wie auf dem meisten Album, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil es halt wirklich weil da Sachen drauf sind, die ein bisschen schwerer sind und ein bisschen mehr in die künstliche Richtung gehen. Und aus dem Grund habe ich mir ein bisschen länger Zeit gelassen für das weiße Album, weil ich was Neues erschaffen wollte. Und meiner Meinung nach habe ich das auch geschafft, so mit dem weißen Album. Okay, würdest du doch sagen, du warst da einfach direkt im Flow, dass du dann direkt wieder angesetzt hast? Nee, wie gesagt, das ist für mich ganz einfach, so eine Musik zu machen, so eine Art von Musik, wie zum Beispiel die ersten 2 Singles sind jetzt raus, Wieder am Block ist draußen, Ich lebe Leben ist draußen und da hört man halt raus, das ist halt Haft, 100% und das ist für mich keine Herausforderung, so eine Musik zu machen, aus dem Grund ist es schneller entstanden. Mhm. Aber das weiße Album, da waren halt Zimmer drauf wie Hotelzimmer, so, oder keine Ahnung, die Intro, Bolon, so eine Sachen, da gebe ich mir halt ein bisschen mehr Mühe, würde ich mal sagen, und versuche mich halt aus, ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel, es gibt Artists, die 3 Teile von ihrem Klassiker machen, die machen einen Klassiker, machen gleich 3 Teile danach und das ist nicht meine Art. Mhm. Ich mache halt immer was Neues, ich versuche immer was Neues aus. Also für mich ist es eigentlich mittlerweile keine Geldsache mehr. So, mir geht es Gott sei Dank gut finanziell und aus dem Grund versuche ich mich halt künstlerisch weiter zu entwickeln. Mhm. Und ja. Du meinst ja auch das thematisch für dich. Mein kleiner Bruder ist da, der guckt mich gerade an, der brieft mich gerade. Ja. Er guckt aber richtig stolz. Ja, der guckt stolz. Ich bin auch stolz auf ihn auf jeden Fall. Genau, zu deiner Arbeitsweise vielleicht auch noch, weil du gerade meintest, manche Sachen fallen dir total leicht, manche nicht so. Was ich aber jetzt von allen eigentlich gehört habe, die mit dir gearbeitet haben, ist vor allem das Wort impulsiv.
dass du so, also eher so aus dem Affekt heraus, also wie jetzt zum Beispiel das Interview ist jetzt ja gerade voll spontan entstanden. Ja. Und dass du auch, wenn es ums Studio gehen oder so geht, auch eher nach so einem Gefühl bist und dir jetzt nicht so Zeiten vornimmst, ne? Also ich sag mal so, die Musik, die ich mache, die entsteht bei mir aus Emotionen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine Tabelle mache und sage, ich mache jetzt 3 Songs, wo ich in die Fresse gehe, 2 Songs, die deep sind oder so. Ich setze mich einfach hin. Und so wie ich mich gerade fühle, so entsteht ein Song bei mir. Ja? Und ich gehe nicht ins Studio. Bei mir, ich arbeite nicht im Studio. Ich sitze dann meistens wirklich in einem dunklen Zimmer oder am Rechner und bin dann wirklich alleine und mache Musik und bin alleine. Also ich kann nicht mit anderen Leuten arbeiten, das geht bei mir nicht. Weil da geht, sonst geht die Magie verloren bei mir, weißt du? Mhm. Und ja, ich arbeite halt aus Emotionen, weißt du? Also wie ich mich gerade fühle. Und so entstehen dann meistens die Songs bei mir. Mhm. Und nicht so wie bei, ich komme in die Schule, setze mich in die Klasse und heute ist Mathe. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich keine Musik, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich glaube, dann ist ja bestimmt für andere ein bisschen schwierig, mit dir zu arbeiten. Weil ich glaube, musst du nicht Till Lindemann ein paar Stunden auf dich warten? War das nicht irgendwie so? Ja, das lag daran, dass ich einen Tag vorher mein Signing gemacht habe. Okay. Und ein bisschen hart durch den Tisch getreten habe und hart gefeiert habe und die Jungs mich nicht aus meinem Zimmer bekommen haben, weil ich im Ritz-Carlton war und ich saß auch, glaube ich, mit Capi an dem Tag. Da könnt ihr euch vorstellen, was eine Nacht das war. Und ja, okay. Was halt passiert. Hausverbot, ja oder nein? Ritz-Carlton? Nee, wir bezahlen immer unsere Rechnung. Also wenn wir den Fernseher aus dem Fenster schmeißen, zahlen wir den am nächsten Tag. Gehen wir schon in die Rezeption und sagen, wir haben den Fernseher kaputt gemacht, weißt du? Und Hausverbot gibt es meistens nicht. Außer wir sind in so einem Schnösel-Hotel, wie zum Beispiel das 4 Jahreszeiten in Hamburg. Die haben mir direkt Hausverbot gegeben, weil ich den Teppich verbrannt habe. Ich hatte keine Aschenbecher und habe dann irgendwann meine Kippen die ganze Zeit auf den Boden geschmissen. Ja. Aber ich habe ja den Teppich bezahlt so. Aber es gibt halt ein paar Schnösel-Hotels, die dann, also zum Beispiel hier im Humas hatte ich wirklich schon sehr wilde Nächte. Und die sind richtig cool drauf, sind ja auch Freunde von mir, die Besitzer. Und mittlerweile weiß ich, in welche Hotels ich gehe und da kommt sowas nicht vor. Auch schöne Grüße ans Ritz-Carlton, auch übernette Leute, die Managerin, super nett. Und da hatte ich auf jeden Fall auch schon ein paar wilde Nächte. Mhm. Ja. Mhm. Hi, Max. Deine Frau Nina, ja. Der ich auch auf Instagram folge, die schreibt manchmal auch ein paar nette Sachen über dich. Ja. Einmal hat sie geschrieben, erlebt für die Musik, wer das nicht raushört, hat keine Ahnung. Es herrscht so viel Druck, den viele nicht sehen. Ja. Wie viel Zeit, Schweiß, Blut und Tränen in seiner Kunst stecken, sieht keiner außer die Familie. Ja. Gerade wenn man drüber nachdenkt. Das ist ja für heutige Verhältnisse viel Zeit war, die du gebraucht hast bis zum nächsten Album. Hatte das auch alles mit Druck zu tun oder wie viel Druck würdest du sagen hast du? Definitiv. Es lag daran, dass ich eigentlich nach Coop nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Danach habe ich mir Rusch Roulette angehört, Unzensiert angehört und ich dachte mir so, du musst was Neues machen. Mhm. Und nach Coop saß ich halt da und habe mir überlegt, was mache ich jetzt, was für eine Art von Album mache ich? Willst du jetzt wieder das gleiche machen wie Rusch Roulette? Nee, keinen Bock drauf. Und so ist halt das Weiße Album entstanden. Während dem Prozess vom Weißen Album kamen ständig Feature-Anfragen rein. Mhm. Und ich habe wirklich Songs gehabt, schon für mein Album. Und ich konnte nicht nochmal ein Feature schreiben. Ja. Weißt du? Und habe dann irgendwann mal angefangen, Songs zu verschenken. Weißt du? Und aus dem ist auch ein Grund, dass ich so lange für mein Album gebraucht habe. Weil die Leute, die Artists in Deutschland, die wollen, guck mal, jetzt mittlerweile habe ich wieder einen neuen Feature warten, weißt du? Und ich sitze schon an meinem nächsten Album und die Artists verstehen das manchmal nicht, wenn ich denen eine Woche darauf nicht dann gleich ein Part schicke, weißt du? Mhm. Weil ich schicke denen dann meistens immer Songs, die schon fertig bei mir liegen. Ich sage, dann nimm lieber den Song, weißt du? Aber es ist nicht so, dass es B-Songs sind, sondern das sind Songs, also die ich aussortiert habe. Das sind nicht Songs, die ich aussortiert habe, sondern das sind Songs, die wirklich für mein nächstes Album sind. Mhm. Aber ich keine Zeit habe, um für deren Album was zu schreiben. Und dann bin ich dann halt so nett und gebe denen dann halt einen Song und sage, nimm lieber den Song für dein Album, weißt du? Und das ist auch ein Laster, den ich trage, sage ich mal. Weil ich helfe ja auch gerne den Artists, weißt du, in Deutschland, auch wenn es jetzt so unbekannte Artists sind oder wenn die jetzt nicht so erfolgreich sind. Ich war schon immer so, dass ich Leuten geholfen habe aus dem Musikgeschäft, die nicht so erfolgreich sind. Und das ist auch ein Grund, das ist auch meine Last, die ich mit mir trage, weißt du. Ich mache jedes Jahr 5 bis 10 Feature, so. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. So, das müssen die Artists auch verstehen.
Und ja, aus dem Grund dauert es auch halt manchmal länger, dass ich ein Album abklebe, weißt du? Aber bei dem schwarzen Album habe ich alles abgeblockt und habe gesagt, Digga, ich konzentriere mich jetzt aufs Album und habe es einfach gemacht. Okay. Aber bestand der Druck jetzt nur bei den anderen oder auch kam der auch aus dir von innen heraus? Natürlich auch von mir aus, weil ich wollte ja was Neues schaffen, weißt du? Das ist nicht einfach heutzutage. Wir leben in also es ist 2020. 21 sogar. Ja, 2021, sorry. Es ist 2021 und es gab's alles schon. Mhm. Verstehst du? Und das wiederholt sich immer wieder und das geht mir auf die Eier. Ja. Also, dass sich das alles wiederholt. Ich könnte jetzt auch ein Future-Album nehmen und das Album komplett kopieren, was viele in Deutschland machen. Ja. Aber das ist nicht meine Art. Ich will wirklich was Eigenes schaffen und ja, was soll ich da sagen? Mhm. Es ist schwer, was Neues zu schaffen auf jeden Fall. Es ist schwer, weil es gab's alles schon so oft, weißt du? Ja. Und aus dem Grund dauert es halt manchmal ein bisschen länger. Zu den einzelnen Songs von dir noch, was auch sehr auffällig ist, das hast du eigentlich schon immer gemacht, dass du dich auf alte Songs beziehst, zum Beispiel Schmeiß den Gasherd an oder du weißt, dass es Haft ist und du interpretierst es aber ganz neu, also in die heutige Zeit. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr genau diese Zeilen ausgewählt habt? Bei welchem Song meinst du jetzt? Zum Beispiel sagst du, ja, du weißt, dass es Haft ist. Das ist ja aus Ich ficke dich zum Beispiel. Genau. Das hast du ja nochmal neu interpretiert dann. Ja. Hat das einen Grund, warum du genau diese Zeilen ausgesucht hast? Ich find den Satz einfach cool. Weißt du? Und aus dem Grund. Ja, also ja. Ich daran, das ist ja, guck mal, Ich ficke dich, sage ich das, glaube ich, in einem Part. Du weißt, dass es Haft ist, kleine Krabbe da. Und was man daraus hören muss, ist, dass man eigentlich aus den Parts, wenn man die sich richtig anhört, könnte man fast aus jedem Satz, der in meinem Part ist, einen Hook machen. Mhm. Und daran merkt man, dass ich mir wirklich auch Mühe gebe in den Parts, weißt du, und nicht irgendeinen Scheiß hinrotze. Was ich auch spannend fand, bei Sazian meinst du, dass du, was die Trackliste angeht, dass du dir da mega Gedanken machst immer? Ja, manchmal 4 bis 5 Wochen für eine Tracklist, also für die Reihenfolge von den Songs. Mhm. Gibt's also bei Rouge Roulette habe ich, glaube ich, 4 Wochen gebraucht. Okay. Das war so das Maximum. Ich habe die Songs 4 Wochen hin und her geschoben. Und dann hörst du es einmal komplett durch, wie das zusammen. Wieder neu und dann wieder neu. Und der Song muss auf die 6, das ist eine 4. Weißt du? Wie war das jetzt beim aktuellen Album? Gibt es da so einen roten Faden? Das Album hat einen roten Faden. Hast du es gehört? Mhm. Hat es einen roten Faden? Ich finde, es hat einen roten Faden. Aber ist es ein Album oder sind es mehrere Singles zusammengewürfelt? Es ist ein Album. Okay, also es gibt auf jeden Fall öfters, es gibt Artists in Deutschland. Ich kann mich wirklich, wer war der Letzte? Ich will jetzt niemanden beleidigen oder so. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Deutschrap-Album gehört habe. Ne, wirklich. Also ich kenne nur die Singles. Also ich höre mir ein Album an, wenn jemand sagt, ey, der hat ein krasses Album gemacht. Dann höre ich mir das an. Die Singles höre ich mir an natürlich von den Artists, aber... Aber wer muss sagen, der hat ein krasses Album gemacht, damit du es hörst? Zum Beispiel mein kleiner Bruder oder der Max oder mein Management oder die Jungs im Studio. Okay. Die sagen, ey, der hat ein krasses Album gemacht, aber es kam wirklich nicht vor. Wer hat zuletzt ein krasses Album gemacht, Max? Also den darf ich jetzt so laut nicht fragen, weil er ist A&R bei Universal. Wahrscheinlich werden die ganzen anderen Artists sagen, wie meint er das? Aber ja, besser nicht. Aber so albumtechnisch, ich glaube, Sido macht das sehr gut. Auf Albumlänge, Alben zu machen. Flair macht das auch, glaube ich, ganz gut. So. Ich glaube, Ebbe und Flut von Jesus war gut. Ist auch schon lange her. JBG 3 hat mir gefallen. Das war auf jeden Fall auf Albumlänge, konnte man sich das anhören. Es war halt Battle Rap. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, was die Jungs da veranstaltet haben. Also sonst die Klassiker von Bushido, von Bordstein bis zu Skyline, von Azad, Leben, Savage, der beste Tag deines Lebens. Das sind so für mich absolute Beginner, Bambule. Das sind so Alben für mich, weißt du? Und die ich immer noch gerne höre, weißt du, auf Albumlänge, wo man wirklich von 1 bis Ende alles hört. So. Massiv, Blut gegen Blut, das Album. Das sind für mich Alben. So. Aber sonst, mittlerweile arbeiten die Artists alle auf Singles. Was ich auch sehr spannend fand, war das Artwork.
zu beiden Alben. Von Cihat Abdallah, genau. Genau, von Cihat, von Easy Does It. Was sich da aber auch wiederholt, ist so dieses Engel-Teufel-Ding. Bei dem einen Cover sieht man ja so kleine Teufelshörner, bei dem anderen so ein bisschen so ein Engelsschein über den Kopf. Und das ist ja auch sowas, das kommt ja, seit du Musik machst, immer wieder vor, dieses Engel-Teufel, Engel-Teufel. Ja. Ja, das ist meiner Meinung nach, jeder hat seine Dämonen. Mhm. Und ja, jeder hat seinen eigenen Dämon, den er bekämpfen muss. Ne? Und ich glaube, darüber rappe ich dann halt in meinen Songs. So, ich glaube, DMX hat das sehr oft gemacht in seinen Songs. Und ja, ich mache das. Also ich rede da offen drüber. Ich bin nicht so dann. Ich glaube, Samra und Kapital machen das auch. Ja. Aber ja, das ist so das Ding. Ich rappe dann halt darüber und ich rede dann halt auch offen drüber. Und ja, das weiße Album heißt ja das weiße Album und das schwarze Album ist dann halt das schwarze Album, das Depri-Album, so, weißt du? Mhm. Also es geht ja auch viel um Widersprüche, so nicht nur bei dir, sondern so auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Leuchtreklame ist, glaube ich, so ein Song, der das ganz gut widerspiegelt. Leuchtreklame ist eigentlich, der Song geht eigentlich um die aktuelle Lage. Mhm. Die Hook habe ich eigentlich für Udo Lindenberg geschrieben. Ah, krass. Eigentlich sollte Udo Lindenberg auf die Hook kommen. Also, was heißt, ich habe es für ihn geschrieben? Ich habe es mit dem Gedanken geschrieben, dass Udo Lindenberg die Hook macht. Es ist leider nicht zustande gekommen. Aber dafür haben wir halt Schmidti, so, weißt du. Und der ist auch sehr gut, wie der die Hook. Also, meiner Meinung nach hat er die beste Stimme in Deutschland aktuell. Das ist krass, ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, komm, dann supporten wir den auch. Mhm. So, weißt du, der ist auch bei Elvis. Elvis ist auch ein cooler Charp, so. Ich kenne Elvis schon lange von Selfmade. Mhm. Da habe ich gedacht, komm, dann supporten wir den. Und der arbeitet ja auch mit Basasian. Da kommt ja auch die Connection her. Und da habe ich mir gedacht, Schulden Schmidt drauf. Das war eigentlich so die Idee von Basasian. Mhm. Aber eigentlich sollte das Udo Lindenberg singen. Und der Song handelt eigentlich um die aktuelle Lage. So, dass wir uns bis heute nicht gefragt haben. Und jetzt geht die Bombe hoch, weißt du, was ich meine? Und auf einmal stehen alle da wie Idioten. Weißt du? Dank der Corona-Pandemie. So, weißt du, was ich meine? Also meinst du, dass viele Leute jetzt erst so checken, was eigentlich schief läuft auf der Erde? Und viele Menschen sich erst jetzt, seit Corona, Gedanken machen darüber, was machen wir überhaupt eigentlich? Weißt du, was ich meine? Mhm. So, woher kommt denn dieses Ganze? Woher kommen die Autos? Wo gehen die alten Autos hin? Woher kommt das Essen, was wir essen? Weißt du, was ich meine? Also viel mehr Menschen essen kein Fleisch mehr zum Beispiel, falls es dir aufgefallen ist. Diese Vegan-Sache geht gerade voll hoch und so. Ja, so eine Sache halt. Die Menschen fangen an nachzudenken, viel weniger Menschen gehen zu McDonald's. Stimmt. Ja, ist aber so. Hat das bei dir durch Corona auch sowas ausgelöst? Auf jeden Fall, aber ich denke, ich bin schon lange so ein Freak. Ich setze mich schon lange damit auseinander, mit so einer Sache. Weißt du? Ja. Aber kam irgendwas Neues dazu oder irgendwas, wo du so krass reflektiert hast? Durch Corona? Aber am Ende des Tages tue ich ja auch nichts dafür. Ich fahre in Maybach, weißt du? Ich tue ja nichts für meine Umwelt, weißt du, was ich meine? Aber es ist halt die Frage, ob man... Zum Beispiel die Steine auf der Uhr, die kommen ja auch nicht, die kommen auch nicht irgendwo her, weißt du, was ich meine? Das stimmt. Da klebt halt Blut dran, so, aber das ist halt der Mensch, der ist so. Ne? Ja. Aber es geht auf jeden Fall in die falsche Richtung, aber mal gucken, wie lange das noch so gut geht. Mhm. Weißt du, ich bin jetzt, ich sag jetzt nicht, dass ich der super umweltfreundliche Typ bin oder so, weißt du, was ich meine, aber wir sollten uns echt langsam Gedanken machen. Ich glaube, das geht echt in die falsche Richtung. Ja, ich bin meiner Meinung, es ist so der Einzelne, der kann gar nicht so viel machen, solange die Großkonzerne reinscheißen. Aber du sagst ja dann auch zum Beispiel auf EMSF, wozu täglich ein Buch reden, wenn eine gute Tat genügt. Und wenn man sich umhört, ich glaube, jeder Mensch in Frankfurt hat irgendeine Story zu dir. Und sogar ich habe eine Story zu dir. Ich auch. Hat jetzt nichts mit Frankfurt zu tun, aber das war mal, boah, vor 5 Jahren oder so, war in Berlin diese Straight Outta Compton Filmpremiere. Daher kenne ich dein Gesicht. Daher kennst du mein Gesicht? Daher kenne ich dein Gesicht. Hast du ein gutes Gesicht da gedacht? Daher kenne ich dein Gesicht, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall, da standst du vor mir in der Reihe und da gab es so Essen, Trinken for free. Mhm. Und dann hast du irgendwie dein Essen bekommen und dann meinst du ja, was kostet das? Und das war so ein Event, wo man halt so Sachen for free bekommt, nur so Industrie-Events. Und dann meinte die Frau, ja, nee, das ist ja alles umsonst, das ist alles so von Sony oder wem auch immer. Und, die so, und du so, hä, wie, das kann doch nicht umsonst sein, es gibt nichts umsonst. Und dann hast du dir so 20 Euro gegeben, meintest du, so, nimm das jetzt. Und da war ich auch so, okay, krass, weil das ist sowas, das hört man ständig von dir, dass du irgendwie so umverteilst im kleinen Rahmen. Also, dass du jedem irgendwas zusteckst, dass du versuchst, so in deinem privaten Rahmen quasi so Ungerechtigkeiten wie so auszugleichen. 100%, ist zumindest mein Gefühl. 100%, das stimmt schon, aber darüber sollte man, glaube ich, nicht reden. Also ich nicht über mich. Darüber, das tust du auch nicht, das hört man ja nur über dich. Ja, ich glaube, auch wenn man spendet und so, sollte man das, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit erzählen.
Also wenn die Leute so von mir denken, Dankeschön, ihr habt auf jeden Fall recht, aber ich rede da ungern drüber. Also ich mag es nicht, über mich selber zu reden. Weißt du? Ich kann gerne über meine Musik reden, aber... Okay. Ja. Aber der Satz ist schön, gell? Wozu täglich ein Buch reden, wenn eine gute Tat genügt, ne? Ja. Der Satz geht eigentlich so an viele Prediger, die rumlaufen, weißt du? So, sollen sie sich zu Herzen nehmen. Ja. Aber wir müssen darüber reden, was bedeutet denn Reichtum für dich? Reichtum. Reichtum, was bedeutet mir Reichtum? Also ich sag mal so, ich habe wirklich alles schon erlebt. Ich war jetzt überall, wo ich hin wollte. Ich war in Amerika, ich war in Dubai, ich habe alles gesehen. Ich war öfters im Urlaub. Ich habe alles gesehen. Und eigentlich, was Reichtum angeht, kickt mich eigentlich nichts mehr. Ich habe 15 Uhren. Mittlerweile trage ich eigentlich gar keine Uhren, weißt du? Aber so, ich bin satt, was das angeht. Aber Reichtum ist für mich Kinder, sich um meine Kinder kümmern. So, weißt du, was ich meine? Und ausgucken, dass die eine gute Zukunft haben, weil ich halt ohne Vater groß geworden bin. Und der einzige Grund, wofür ich das mache, sind meine Kinder. So, weißt du? Ich habe wirklich alles gesehen, ich habe alles hinter mir. Ab und zu trete ich mal noch durch den Tisch, wenn ich Party mache, so, weißt du, was ich meine? Aber es ist nichts Neues mehr für mich, so, weißt du? Ach, gut essen ist für mich Reichtum. Das ist mir sehr wichtig. Gut zu essen und so halt zweimal die Woche zum Friseur zu gehen. Keine Ahnung, so Kleinigkeiten eigentlich. Also sonst habe ich ja alles gesehen, so, weißt du? Also Reichtum, dass ich jetzt die fetteste Villa kaufen will. Also Gott sei Dank, ich habe ein Haus, meine Mutter wohnt da drin mit mir und ich baue gerade noch ein Haus für meine Kinder und es ist alles gut, so, weißt du? Und man muss ja nicht alles haben, weißt du? Man braucht keine drei Autos, ein Auto reicht, weißt du? Und so, also es gibt auch Leute. Also ich bin wirklich satt, was das angeht, weißt du? Ich mache Musik eigentlich für meine Kinder auch und weil ich die Musik liebe. Ich liebe die Kunst. Und ab und zu schmeiße ich dann halt auch mal eine Party, weißt du? Und Menschen helfen auch natürlich. Das steht auch an der Front. Es ist witzig, dass du Kochen erwähnt hast, weil genau daran hätte ich jetzt als nächstes gedacht. Ich glaube, alle freuen sich mal, wenn du Kochstories hochlädst. Was gab es vorgestern? Bolognese, ne? Ja, Bolognese, aber diesmal habe ich eine neue Version von... Hey, hi! Na, alles klar? Eine neue Version von Bolognese, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Man nimmt ein Entricot, man grillt den, also in der Pfanne oder Grill, und hackt das mit dem Messer, also nicht durch den Fleischwolf. Ne? Ja. Man grillt den erst und hackt den dann mit der eigenen Hand. Das habe ich in Istanbul gesehen, dass sie das machen. Und so tak, 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 tak. Und dann habe ich das mal ausprobiert. So, weißt du? Und es hat wirklich gut geschmeckt. Kochen, mir macht Kochen übertrieben Spaß. So, weißt du? Ich mag Kochen. Wo hast du es gelernt? Damals habe ich Crack gekocht, so, weißt du, und aus dem Grund habe ich dann, irgendwann habe ich mein Genre gewechselt und aus dem Grund, ja, aber ich mag Kochen. Okay. So, weißt du, ich mag es aus meiner eigenen Hand zu essen. Mittlerweile gibt es auch viel Dreck, wenn man so draußen isst und so. Heute gehst du ins Restaurant, schmeckt morgen nicht so, weißt du, deswegen koche ich gerne zu Hause. Ich gehe gerne in die Kleinmarkthalle, gibt es hier in Frankfurt, gibt es so eine Kleinmarkthalle. Und da hole ich mir gerne so Kobe-Sticks und sowas. Und dann mache ich mir das selber zu Hause. Ich habe auch so voll den geilen Grill zu Hause und so. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wie macht man ein perfektes Steak? Ich mache es einfach. So wie ich Bock habe. Und wenn es gut ist, ist es gut. Aber meistens kriege ich das, glaube ich, hin. Ja, beim Thema Essen, Kochen, da dachte ich mir halt auch, dass vielleicht bei dir so ein Ding ist. Also ich kenne das auch, wenn man halt früher nicht viel hatte, ne? Dass dann es recht besonders fein ist. Weil Essen ist, finde ich, auch irgendwo... Sollte kein Luxus sein, aber bestimmt das Essen ist auf jeden Fall Luxus. Wenn man zum Beispiel an Bio denkt. Ich sag mal so, ich esse Bio. Ja. Weißt du? Und das ist auch Luxus, meiner Meinung nach. Safe. Weißt du? Und es gibt halt Leute, die können sich kein Bio leisten. Und das gehört auch zu Reichtum, meiner Meinung nach. Weißt du? Und dass meine Kinder mit Bio groß werden. Weißt du, wenn man heutzutage sieht, wie eigentlich so eine Tomate hergestellt wird, dass sie in 2 Tagen wächst, weißt du, was ich meine? Dann ist das auf jeden Fall Reichtum für mich, weißt du? Die ganzen Chemikalien, die Pestizide, die dann darüber springen und so. Mittlerweile glaube ich nicht mal an Bio, weißt du? Aber ich kaufe es trotzdem. Ich glaube aber nicht dran. Aber ich versuche meine Psyche zu verarschen, weißt du? Ist halt so. Es gehört auf jeden Fall auch zu Reichtum, also Essen auf jeden Fall. Steht an erster Reihe. Und Gesundheit natürlich, auch Reichtum. Na?
gute Überleitung zum Thema Psyche. Das ist ja auch so ein Thema, was bei dir immer wieder aufkommt. Ich weiß nicht, ob du damals gelesen hast, was ich im Spiegel über dich geschrieben habe, aber da ging es so ein bisschen darum, dass du zum Beispiel für mich so eine wichtige Figur warst, als ich aufgewachsen bin oder bis heute, weil ich bin ja auch so die Tochter von einem Kenneck, so. Ich habe zwei Kenneck-Brüder. Ich schicke schöne Grüße aus. Und da ist auch viel Scheiße bei uns zu Hause passiert, da gab es auch viel Schmerz, aber es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Also gerade ältere Kenneck-Männer, die reden ja einfach nicht über sowas normalerweise. Und dass du allein... Die fressen das in sich rein. Die fressen es in sich rein, machen das mit sich draußen aus, aber das wird nicht angesprochen. Und dass du überhaupt das Wort Depression zum Beispiel immer wieder benutzt, das fand ich krass. Und da habe ich mich gefragt, woher das bei dir kommt, dass du da so offen bist. Ich sag mal so, Depression ist ein Teil meines Lebens. Ich gehe damit offen um. Ich habe kein Problem damit. Also mein Vater ist an Depression gestorben. Und ich habe auch schon eins, also mein Vater ist ein Cousin. Ist auch an Depression gestorben, hat sich auch umgebracht. Und also wir haben so 3-4 Fälle in der Familie, von der Vaterseite, Mutterseite Gott sei Dank nicht. Und aus dem Grund rede ich da halt offen drüber. Warum soll ich das denn zum Geheimnis machen? Gute Frage. Wenn ich 1 Liter Wodka trinke, bin ich halt mal depressiv. Dann sollte man mir nicht in die Quere kommen. Weißt du, was ich meine? Ist halt so. Ganz einfach. Einfach so. Einfach so, dann kommen die Depressionen hoch. Weißt du, was ich meine? Und ja, also warum sollte man das, keine Ahnung, also ich kenne viele Artists, die, also ich sag mal so, die größten Artists in Deutschland, die leiden auch an Depressionen, Digga, so, weißt du, ich leide jetzt nicht an starken Depressionen, Alter, mir geht's Gott sei Dank gut, Digga, so, weißt du, ich habe meine Kinder, die bauen mich immer wieder auf, wenn ich mal 3-4 Tage arbeite, Digga, dann arbeite ich 3-4 Tage, dann sehe ich kein Sonnenlicht, ist doch klar, dass ich Depressionen habe danach, weißt du, was ich meine, ist doch klar, ich bin halt verrückt, wenn es ums Arbeiten geht. Danach geht es mir halt 2 Tage schlecht, aber dann geht es mir wieder gut, Gott sei Dank. Aber wenn man das auf Dauer macht, wird man halt nicht mehr gesund. Weißt du, was ich meine? Wenn man irgendwann 50 ist und das immer noch macht, so extrem. Dann, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ich weiß auch. Ja, sehr gut. Dann brauchen wir das ja nicht offen zu besprechen. Ja. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja unter uns Kenneck so, das ist nochmal anders. Oder? Gerade wenn so ein 2 Meter Kenneck wie du da irgendwo dasteht, dann denkt man erstmal halt nicht daran. Ich bin ja keine Heulsuse, weißt du, ich meine? Nee, das hat ja auch eben, das hat ja damit nichts zu tun. Ich heule auch mal. Ist auch nicht schlimm. So, wenn ich gerade down bin und ja, ich komm auch ab und zu mal Tränen. Ich heule jetzt nicht wie so ein kleines Mädchen, aber mir kommen auch schon ab und zu die Tränen an, das ist doch ganz normal. Ja. Zum Beispiel zuletzt, als es mit meinem Bein passiert ist. Zum Beispiel, als es mit meinem Bein passiert ist, bin ich lachend ins Krankenhaus gegangen, ja, weil ich besoffen war an dem Tag. Ich hatte keine Schmerzen gehabt, aber am nächsten Tag habe ich geheult. Da habe ich geweint wie ein kleines Mädchen, weil das waren Schmerzen, weißt du, was ich meine? Aber sonst, alles, ey, ich habe gar kein Problem damit, offen darüber zu reden, Alter. So, weißt du? Ich kann nur an alle jüngeren Rapper sagen, ey, macht ein bisschen langsam so, weißt du? Und pass auf euch auf, nicht jeder trägt das. So. Da kann auch mal was Schlimmeres passieren oder passt ein bisschen auf euch auf, Jungs, macht nicht zu viel Tricky-Tracky, ihr wisst, was ich meine. So, ne? Sagt euch euer Abi und ich bin euer Abi, vergisst das nicht. Ja, weiter geht's. Aber wie war das für Leute aus deinem Umfeld, als du darüber gerappt hast? Ich meine, die dich kennen, die wissen ja Bescheid, aber auf einmal trägst du es ja so nach außen. Meine Mama ist traurig geworden bei dem Song Papa war ein Rolling Stone, meinte sie, macht das sofort aus. Ja? Da wurde sie traurig, dann meinte sie, mach das aus, ich will das nicht hören. So, das hat meine Mama, aber sonst, ich rede ja nicht mit über andere Menschen mit Musik, so, weißt du, wenn die mich sehen, wenn meine Freunde mich sehen, reden die eigentlich selten über Musik, weil die sehen mich ja auch selten, weißt du, wenn die mich dann sehen, reden die über schöne Sachen, weißt du, und nicht über sowas. Dann noch ein großes Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ist das Thema Hanau, weil ich glaube, viele bringen dich gerade so ein bisschen damit in Verbindung oder sprechen wahrscheinlich mit dir darüber, nehme ich mal an. Irgendwo verständlich, du hast ja die Opfer des Attentats jetzt zum Beispiel im RTW-Video ganz am Anfang und du bist ja auch einfach nah dran, so auch örtlich und ich habe zum Beispiel gesehen, Peter Minnemann, einer der Überlebenden, die waren jetzt irgendwie auch mit Asi Memo im Studio vor ein paar Tagen bei euch. Und der Memo ist ja Hanauer. Ja. Das ist ja egal, wo man herkommt, also das ist eine schreckliche Tat gewesen. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, an dem Tag, als es passiert ist, saß ich irgendwo, ist ja egal wo, da saß ich da und habe das im Fernseher live
miterlebt, wie das passiert ist. Und habe angefangen, meinen kleinen Bruder anzurufen, glaube ich. Habe ich als erstes meinen kleinen Bruder angerufen, meinen großen Bruder angerufen. Er geht nach Hause, hier laufen gerade Leute amok und so. Mein großer Bruder meinte so, wir warten gerade auf die, so. Weißt du, ich meine, ja, nee, die waren auch schon so, also wenn es passiert, wenn es knallt, knallt. So. Die Leute waren wirklich, also die Leute, mehrere Leute in Frankfurt waren so, ey, so, die Jungs haben sich wirklich bewaffnet auf den Straßen. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss. Ach, sind wir schon durch? Ja, oder hast du Bock auf Ja, jetzt kann ich endlich so auf den Spaß. Wenn wir so ein bisschen zurückblicken zum Schluss auf so deine ganze Legacy und alles, was du die letzten über 10 Jahre gemacht hast. Ja. Gab es für dich so einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was so besonders erwähnenswert gut war? Irgendwas, worauf also im Musikgeschäft ist? Meinst du oder jetzt meinst du? Gern beides. Familiär. Kannst gern beides machen. Als ich meine Kinder bekommen habe, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Also sonst Musikgeschäft, keine Ahnung. Ich habe erst vor 3 Jahren realisiert, dass ich Haftbefehl bin. Nee, wirklich. Wie du also, das nicht gecheckt war. Ja, ich wusste schon, aber ich hab's nicht so mitbekommen, dass die Marke so groß ist, wie sie eigentlich ist, weil ich mich ja immer isoliert habe, um an weiterer Musik zu arbeiten. Ich bin nicht so ein Typ, der dann jedes Wochenende in die Disco gegangen ist, um Mädels aufzureißen, weißt du? Aber sobald du kurz einkaufen gehst, kriegst du es doch mit, dass du Haftbefehl bist, oder nicht? Da gibt es schon bestimmte Orte, wo man einkaufen gehen kann, wo man oder im Ausland halt einkaufen gehen. So, weißt du? Aber erst so seit 2016, 17 ist mir klar geworden, dass es wirklich eine krasse Marke ist, die ich aufgebaut habe, auch mit meinen Jungs und so. Dass ich so viele Künstler an den Start gebracht habe. Das habe ich alles später realisiert, weil ich war wirklich im Wahn von Musik machen, weißt du? Ich bin dann wahnsinnig, wenn es um Musik geht. Ich merke schon. Ja. Okay, gibt es eine Sache, die du bereust? Es gibt mehrere Sachen, die ich bereue. Es gibt auch Sachen, zum Beispiel, vor 3 Tagen habe ich mir einen neuen Dönerladen aufgemacht. Da war ich essen, habe ich gesagt, da habe ich bereut, dass ich da gegessen habe. Weißt war ich nicht meine? Gut? Nee, da hat mir nicht geschmeckt. Das ist doch der Mensch, Alter. Man bereut immer Sachen. Und man macht, ob man die Fehler draus macht oder ob man daraus lernt, ist wieder was anderes. So. Das stimmt. Und auf jeden Fall sind wir im Rumors. Schöne Grüße, Herr Rose. Schöne Grüße, Alex. Danke für den Support hier. Frankfurt, support your local, ihr wisst Bescheid. Danke, Miriam, für deine Zeit. Danke, Hafti. Schöne Grüße nach Berlin von eurem Bruder Haft aus Frankfurt. Was machst du heute noch? Ich habe noch ein Interview mit dem Spiegel. Und dann essen wir wahrscheinlich was, gell? Aber nicht bei dem Döner. Auf jeden Fall nicht bei dem Döner. Ich glaube, wir bestellen bei Muriki heute. Ne? Ja. Okay, vielen Dank, Hafti. Ich bedanke mich. Falls ich irgendwas für dich gut kann, lass mich wissen. Haut rein, Leute!